Comedy Männer wird präsentiert von Emmi-Joghurt pur. Das einzige aus nur 3 Zutaten. Emmi-Joghurt pur. Wer ist denn so der Klassenclown und warum ist der Daniel Josic? Wir können nicht lustig sein. Also. Das ist Comedy Männer Folge 128. Heute reden wir über Raab Rimoldi und Rauber der Junge. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind der Aaron Herz und der Michael Schweizer. Grüß dich. Wie geht's euch? Ja, gut. Wieder zurück im Studio, oder? Wir sind zügig mit dem Studio. Ja. Also, sieht aber gleich Studio aus. Sieht gleich aus. Ja. Eins zu eins. Ganz genau. Wir können behaupten, was wir wollen. Ja, aber wir sind in einem neuen Ort. Und wir haben ja neue Büros bezogen, oder? Mit unserer Firma. Und dann haben wir ja Möbel übernommen vom Vorgänger. USM-Möbel. Hä? Für die, die das nicht kennen, wenn ihr schon mal beim Zahnarzt gewesen seid, die meisten bei uns wären noch nie im Zahnarzt gewesen, die uns hören. Unnötige. Ist noch keine Minute vorbei. Nein, also, das ist so die USM-Möbel. Ja. Oder das sind so die typischen Sideboard häufig auch, oder so Gestell mit diesen chromfarbigen Rahmen und dann sind es meistens weiß oder irgendwie blau oder einfach Farben. So Kästen, die man so aufeinander rauf tun kann. Das sind die USM-Möbel. Wenn es nicht kennt, googelt es, also nicht in Ruhe. Also, teuer. Mega teuer, aber die haben das Leben lang. Also, das Design ist seit den 90er Jahren genau gleich und auch kompatibel miteinander. So, wenn man so etwas mal hat, dann hat man es fürs Leben. Oder? Und die USM sind schlau. Wenn man jetzt so ein Möbel hat, das ist ja modular aufgebaut, dann kann man das selber... Das ist falsch, man kann es eben nicht selber. Theoretisch kann man es selber. Und dann kann man kann das erweitern, verkleinern, verbreitern, verhöchern, neue Elemente, Schubladen, die aus einer Schublade einen Schrank machen. Es ist maximal modular, wie so Lego quasi. Ja? Mhm. Also Klemmbausteine für die Lego-Profis. So, also, und jetzt haben wir da von diesen USM-Möbeln, aber die sind nicht so aufgebaut, wie wir es gerne hätten, sondern wir würden die gerne etwas anders arrangieren. Da habe ich gesagt, kein Problem, kümmere ich mich darum. Fehler gsi, oder? Riesen Fehler gsi, weil du brauchst dann Werkzeug, um das zu machen. Und die USM, soweit ich das recherchiert, die verkauft das Werkzeug nicht, weil was die USM eigentlich möchte, ist, sie möchten kommen und es machen für dich, oder? Und ich habe gesagt, ich kaufe so einen Schlüssel, das wird mir wohl überkommen. Da haben wir alle im Internet geschaut, oder? Und hat einen gefunden, der so ein Werkzeug setzt, um USM umbauen anbietet für 380 Franken. Da habe ich gefunden, das ist schon viel Geld, oder? Aber ich muss es jetzt auseinandernehmen, ist immer noch günstiger, als irgendwie da einen Cola, der das Zeug dann umbaut. Oder? Also habe ich dem geschrieben, ich muss es dringend haben, wenn ich es holen kann, über morgen Zeit habe oder übermorgen. Nein, gehe ich nicht, bla bla. Gut. Habe ich zurückgeschrieben, ja, kann ich in den Briefkasten tun? Nein, es sagt zu lang für den Briefkasten. Hm? Und ja, das ist auch der Moment, wo ich dachte, ja, zu lang für den Briefkasten. Also ja, außerdem hat er keinen Wind. Und es ist sowieso unseriös, was ich da vorhänge. Da dachte ich, willkommen in der USM-Szene. Oder? Ja. Gut, dann habe ich ein bisschen weiter. Da habe ich irgendwie das Deutsche raus in einer Firma 79 Euro überwiesen und nie mehr etwas gehört. ich brauche jetzt so einen Schlüssel von so einem USM. Und dann habe ich gemerkt, dass wirklich in Luzern, 5 Minuten von mir mit dem Velo, oder, ist der USM-König. Oder? Wo auch so Schlüssel verkauft. 52 Franken. Oder? Und dann bin ich dort eingefahren, bin dort, habe mich von einer netten Dame beraten, die hat mich A bis Z hat sie mir alles erklärt, hat mir nachher dann 4 verschiedene Merkblätter gegeben, also so mehrseitige. Und da steht alles drin, bla bla bla. Und bevor ich gegangen bin, habe ich zu ihr gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Weil es war so kompliziert, was alles da drauf stand. Und sie so, yep. Und tatsächlich, oder, habe ich es natürlich nicht geschafft, das Zeug auseinanderzunehmen. Trotz dem Werkzeug, trotz den Merkblätter. Dann bin ich wieder rein und dann ist er dort der USM-König himself. Grüezi. Falls ich komme rein, dann kommt einfach niemand für in die Ladefläche. Und plötzlich, nach einer Minute, ruft einer von ihnen «Hallo!» Und ich so «Ja!» Oder? Dann ist er vorgekommen. Dann hat er gesagt, sie schauen sie, ich habe da Werkzeug gekauft bin und so, aber ich kann es nicht lösen. «Ja, dreht er in die richtige Richtung!» Ich sage, ich bin nicht weich. Nach links drehen, lösen, nach rechts drehen, anziehen. Falsch! Wirklich so. Das war so eine Kommunikation, so wie im Sammy-Klaus. Wirklich so in der Schule, ja. Ich so, nicht. Nein, haben Sie das Merkblatt nicht gelesen? Doch. Ja, was?
Von hinten hat es ein Merkmal genommen, legt es mir her, so die zweite Seite. Wirklich auf einer halben Seite mit einem roten Rahmen rundherum steht, wenn das eben, es gibt, beim USM gibt es Momente, wo du nach links musst drehen, zum Lösen, aber es gibt auch Momente, wo du nach rechts musst drehen, zum Lösen. Es gibt beides. Es kommt halt wirklich darauf an, wann. Und ich habe das nicht gelesen. Haben das nicht richtig gelesen? Nein, ich habe es nicht richtig gelesen. Oder? Verwitscht. Ja. Dann hatten wir noch einen Haufen Fragen noch beantwortet. Wirklich sehr nett, sehr kompetent. Also ohne, dass du gefragt hast, oder? Nein, das sind auch so private Fragen. Irgendwann hat er 54 auf Minuten anfangen verlassen. Nein, darum habe ich ihm dann noch einen Sack Nussgipfel angeboten für das ganze Team. Den hat er abgelehnt. Oder? Weil er sei heute sowieso allein da und er sollte eigentlich keinen Nussgipfel essen. Oder? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann habe ich mich dann verabschiedet und 100-mal bedankt. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich eine Frage, habe ich noch. Jetzt sage ich auch im USM-Game rein, weil ich eben noch, also, ob das jetzt ein Fluch oder ein Segen sei. Und er so, beides? Oder? Für sie ist es ein Fluch, für mich ist es ein Segen. Je nachdem, auf welche Seite dass du dich drehst. Ja. Aber ich muss sagen, also, ich kann jetzt USM-Möbel montieren, demontieren, zusammensetzen, aber es ist ein riesen Pain. Du musst immer alles bis auf die letzten Schrauben auseinandernehmen und es dauert Stunden. Oder? Und ich habe jetzt weißt du, wieso alle so eine scheisse Laune haben, die genau. wo so Schlüssel verkaufen. Ja, oder ja, so. Weil er hatte keine schlechte Laune. Er war einfach streng. Er war mega kompetent. Er war auch nett. Aber streng. Streng. So. Und ich habe genau mein Aufpassen. Zum Beispiel eins hat gesagt, ich habe schon mal Klöpferle mit dem Hammer. Nein! Nicht Klöpferle! Ich muss draufschlagen! Ich sage, ja, ich habe draufgeschlagen. Wirklich. Er ist einfach streng. Aber ich kann es jetzt. Und von vier Möbeln habe ich jetzt ein Möbel fertiggestellt. Das hat einen Tag gedauert. Und mal schauen, wie die anderen auch noch fertigstellen. Kann man die buchen? Nein. Per DM. Jederzeit. Unbedingt. Komme ich vorbei. Ja. Schön mit einem langen Schraubenzieher, der nicht im Milchkasten Nein. geht. Ja, der ist 74 cm lang. Weil du musst ja durch die Röhre durch, musst du gehen. Mit dem Ding. Und darum muss das Ding so lang sein. Es gab wirklich nicht im Der Michael kann jetzt auch kein Täter legen, wenn irgendjemand fragt. Im Notfall. Absolut. Ich kann dir einen Stand setzen. Wie geht es dir, Arno? Nicht gut. Wieso? Nicht gut. Ich muss schimpfen. Ich muss schimpfen. Mit den Leuten. Mit den Leuten muss ich schimpfen. Ich muss mit den Medien schimpfen. Jetzt fahre ich letztens heim auf der Autobahn. Mhm. Wie es so ist, wie es manchmal passiert, dann gibt es einen Stau. Dann geht man schön rechts und links raus. Schöne Rettungsgasse haben wir gemacht. Mhm. Man ist ja ein bisschen stolz, wenn eine schöne Rettungsgasse gibt, dann hat man immer ein bisschen Freude. Ja, so. Und dann fahren da Notfallfahrzeuge führen, da fahren Krankenwagen, sind etwa zwei vorbei, etwa sieben Polizeiautos. Und dann, oh Scheiße, da vorne hat es geklopft. Oder? Kommst langsam führen, schlau auf Ski und sehe, oh ja, hat wirklich geklopft, vorbei und weg. Mhm. Sehe ich auf der Gegenseite, hat es Stau. So, und in dem Moment kommt die Meldung im Radio, kommt der Unfall, so, ja, dort und dort hat es geklopft. Geben Stau und auf der Gegenseite wegen Gaffer. Wegen Gaffer? Wegen Gaffer. Spinnet ihr eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist ja nicht nur die Leute, die da sind, anhalten und bremsen aus eigenem Interesse. Nein, jedes Medienportal schreibt irgendwo her, wenn ihr 50 Stutz verdienen, schickt uns ein Foto, wenn ihr irgendetwas Geiles seht. Mhm. Das ist ein Tagesselfie von mir, hat noch nie funktioniert. Ich habe noch nie 50 Minuten bekommen. Versuch's mal mit den Füßen. Jetzt wollen die Leute noch Geld verdienen, macht Fötter von irgendeinem Unfall, weil irgendwelche armen Teufel dort einen kaputten Karren. Mhm. Ich finde das ein absolutes Niederst. Ich verstehe es nicht. Mhm. Könnt ihr da bitte abschalten, alle Medienportale? Mhm. Niemand interessiert sich auch für das Fötter, weil in der Regel müsst ihr so fest pixeln, dass man eh nichts mehr sieht. Mhm. Also lasst es doch einfach bleiben. Es gibt, sag du zuerst. Nur schnell, wenn wir beim Thema Abschalten sind. Aufgrund von der Sonja Metti-Recherche, die ich gemacht habe für die Sendung letzten Sonntag, bin ich auf einen Videoclip gestoßen von einem damaligen, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, Leiter, der so ein bisschen Kommentarspalten von 20 Minuten betreut. Mhm. Der sagt, wir haben pro Tag 17'000 Kommentare, wir können die gar nicht alle überprüfen. Ja. Also was sollen wir machen? Machen die Kommentarspalte zu! Nie ist etwas Gutes aus der Kommentarspalte gekommen. Wirklich noch nicht einmal. Wenn du Türen aufmachst und es hat so viele Leute in deiner Wohnung, die du nicht willst, drin haben willst, was machst du dann? Türen zu! Sie können eben maximal eine Stelle abbauen. Das ist das Problem. Sie haben nicht fünf Stellen. Aber damit diesen Laserreporter, die irgendwie einen Scheissdreck föteln, wenn irgendwo jemand liegt, es interessiert eigentlich niemand. Könnt ihr 50 Stutz verdienen? Schickt uns die Fotos. Nein, hört auf! Es gibt ein sehr gutes Video zu dem, was ich mal auf YouTube gesehen habe, von einem Polizist,
aber genau in so einer Situation komplett eskaliert. Es ist eine Autobahn, ja, es passiert ein Unfall. Ja. Er muss den Verkehr regeln, oder? Und die Leute fahren ganz langsam, sie fahren nicht zu, filmen teilweise, oder? Und dann irgendwann eskaliert. Er sagt, stopp, du, anhalten, rausfahren. Zerrt wirklich mehr oder weniger einen zum Auto raus und sagt, weißt du was, willst du ein Foto machen? Schau da hinten, Leiter, der Fahrer ist da, kannst jetzt kommen und ein Foto machen. Komm, zerrt ihn hinterher, sagt, schau da her, mach's. Nein, jetzt will ich doch lieber kein Foto machen. Nein, wirklich, der hat einen recht tragen. Das ist plötzlich sehr unangenehm. Nein, das ist nie eine letzte Diskussion, genau wegen dieser Thematik. Nachher schreibt mir irgendjemand von einem Medien- oder ja, schaffe ich dort. Wir haben im Fall einen Hinweis da geschrieben, dass man dann schon so Pietät fühlt. Ja. Aber so ist schon gross, 50 Stutz. Mal schauen, was mehr wirkt bei den Leuten. Ja. Hört mit dem Scheiß auf. Das einzige Mal, wo man legal auf dem Stau ein Foto macht, ist, um jemandem beweisen, warum man zu spät kommt. Das passiert dann doch jemandem. Ja, aber das steige ich nicht aus dafür. Also das mache ich einfach so. Ja, nein, ich habe wirklich Stau. Der Verkehr bremst ja wegen dem nicht ab. Der steht in der Regel dann schon. Ja, logisch. Bah. Naja. Stefan, wie geht's dir? Hey, mir geht's soweit gut. Ich hatte einen sehr schönen Abend gehabt. Letzte Woche bin ich in der Tonhalle gewesen, in Zürich. Oh, der feine Herr geht in die Tonhalle. Ja, klassische Musik. Ja, nein, der Felix Lobrecht war da. Ah, okay, klassische, klassische Musik klassische gemacht. Komödie. Ah. Der Felix Lobrecht war in der Tonhalle für ein Gespräch mit einem NZZ-Journalist. Und der Manuel Rotmund ist wahrscheinlich der grösste Felix Lobrecht-Fan von uns allen da. Wir mögen ihn alle sehr gut. Und hat die Tickets. Irgendwie ist er die Tickets zu. Okay, jetzt machen wir nicht mehr. Einfach sehr, sehr schnell. Und das war wahnsinnig schnell ausverkauft. Sie hat so im Bernhard-Theater stattfinden. Dann haben sie aber so viele Anfragen bei der NZZ, dass sie das haben in die Tonhalle mit 1500 Leuten verlegen mussten. Und dort hat das stattgefunden. Und dann war es ein relativ langer Tag, letzten Mittwoch. Ich möchte euch erinnern, wir haben sehr stark gearbeitet, Sitzungen gehabt. Nachher bin ich auf Zürich für Proben für ein Fernseh-Event und bin eigentlich schon nudelfertig und ziemlich direkt kurz vor der 7. dort hin. Mhm. In einer halben Acht ist das losgegangen. Und dann dachte ich, jetzt nehmen wir noch einen Apo. Also, ich habe nichts gegessen, ich habe seit dem Mittag nie, also Mittag nicht richtig gegessen, relativ nüchternen Magen. Also, nimmst du mal ein Bier, füllst mal auf. Oder? Und dann haben wir dort etwas getrunken und dann schon gemerkt, so, jetzt werde ich locker, jetzt weiss ich, jetzt freue mich, jetzt kann ich den Abend geniessen und so. Und dann hat es nochmal eins gegeben und dann haben wir gedacht, gut, jetzt nachher, also, es zieht ja durch, das ist ein anderthalbstündiges Gespräch und wir machen dann keine Pause. Wir nehmen noch ein Bier mit. So, ein Bier gekauft, dort an den Eingang gegangen und dann ist dort eine freundliche Dame, die sagt, da drinnen sind keine Getränke erlaubt. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie einen Becher, da kann ich es schnell umleeren. Dann sagt sie, nein, es sind keine Getränke erlaubt. Dann sage ich, also wie kein? Ja, Sie müssen sie jetzt trinken. Das heißt, nachdem ich schon zwei Bier auf nüchternen Magen hatte, habe ich innerhalb von knapp zwei Minuten ein komplett volles Bier gegessen. Ja, aber das ist wie das Mami, die vor der Sicherheitskontrolle noch anderthalb Liter Wasser trinkt, weil sie ja einfach das Geld reut, oder, für das Fläschchen, das sie mitgebracht hat in ihrem Weekend. Ja. Gut. Und es hat sich relativ schnell, also es hat niemand gewusst, und das ist jetzt halt, du hast gemerkt, nicht das Publikum, das sonst in die Tonhalle geht. Das waren alles junge Menschen gewesen dort. Und es hat sich wie so nach hinten in der Schlange, man darf keinen trinken, darf keinen trinken. Aha, nicht. Und auch der grosse Vorteil von Frauen, Taschen auftrinken, innen Taschen zu. Und nachher drinnen dann wahrscheinlich wieder rausgenommen. Und so habe ich einen wahnsinnig beschwipsten, aber sehr lustigen Abend gehabt beim Felix Lobrecht. Der gelacht hat, ja, es ist zum Glück nicht aufgefallen bei ihm, wenn du mal gelacht hast. Also das hast du relativ gut kaschieren, aber ich war wirklich nahe von Heckler. Also es ist wirklich so ein bisschen der Zustand. Was hatten die denn gemacht? Sie haben einfach ein Gespräch gemacht über das Leben. So, okay. Es war also eine Sternstumpf-Philosophie gewesen, einfach auf der Bühne. Ja. Bist du nicht eingeschlafen? Nein, überhaupt nicht. Nein, es war wirklich sehr spannend. Er hat spannende Sachen gesagt, auch so für Leute, die diesen Beruf machen wie mir. Aber das langweilt jetzt, wenn ich das erzähle. Ja. Ich weiss von Leuten. Also für Leute, die Geld bekommen für das, was sie machen, okay, wie mir. So. Genau. Und dann bin ich noch eine Geschichte schuldig. Mhm. Und zwar von letzter Woche, also ausgestrahlt letzte Woche, vom Erlebnistag von SRF, wo wir nicht mehr dazugekommen sind, dass ich noch meine Geschichte erzähle, wie ich verwechselt worden bin. Ah, oh ja, das haben alle noch im Kopf. Hättest du auch noch gewusst, Aaron? Ja, ja. Mir geschrieben worden. Wir freuen sich auf die Geschichte. Ich kann euch jetzt schon sagen, zu Unrecht, aber gut, ich erzähle sie trotzdem. Und zwar bin ich im Sommer mal golfen, auch mit jemandem aus unserer Branche, wo ich jetzt nicht geheimnisvoll nicht sage, wer es ist, sondern weil es ein Rätsel gibt, ein kleines. Und zwar ist Folgendes passiert. Der kommt zu mir, da geht man am Anfang so in den Golfshop rein und tut dort sein Greenfee lösen, dass man auch auf den Platz darf und so.
Genau. Ja, ich sage es jetzt für die Turnhalle, Golf spielen. Jetzt lassen. Ja. Und dann nachher kommt er zu mir und sagt, du glaubst nicht, was jetzt passiert ist. Dann sage ich, erzähl mir. Sagt, jetzt gehe ich dort hin, will mein Screenfeed lösen. Dann sagt sie, ich kenne sie. Was nicht weiter erstaunlich ist, er ist oft im Fernsehen gesehen. So. Super gewesen. Und dann sagt er, ja, danke. Ich habe, also, ich habe jede Woche geschaut. Dann sagt er, jede Woche. Also ich habe jetzt mehrere Monate nichts gemacht im Fernsehen. Aber also, Mama, sie hat doch jetzt da den Dunschigass gemacht. Dann habe ich gesagt, nein, nein, das, da haben sie mich verwechselt. Nein, ich verwechsel sie nicht. Ich weiß doch, wer sie sind. Dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, sie verwechseln mich wirklich. Tut mir leid. Dann sagt sie, sie sind doch der Büsser. Und das war der Moment, wo er in Tränen ausgebrochen ist, aber vor Lachen. Dann habe ich gesagt, nein, Sie jetzt entschuldigen, das ist wirklich, das ist ein guter Kollege von mir, aber das bin nicht ich. So, kommt raus, läuft zu mir an und sagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Erzählt mir die Geschichte, jetzt kommt das Rätsel für euch. Wer ist es? Charles Nguyen. Was? Ja, der, knapp daneben. Nein, wenn es so ein Brüller ist. Der Rainer Maria Salzgeber. Ist das Salzgeber gewesen? Nein, der WAM. Der Walter Andreas fucking Müller. Was? Wird 80, glaube ich, nächstes Jahr. Es ist kein Witz. Die hat den WAM mit mir verwechselt. Also ich habe wirklich gemeint, Charles und Villa sagen Pointe. Nein. Aber turns out... Es ist noch viel besser als Pointe. Es ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Habe ich mit dem Walter Andreas Müller verwechselt. Sehr, sehr krass. Ah ja. Ja, nun? Du. Kann er sich als, wie sagt man, als Kompliment nehmen? Er schon. Aha. Er schon. Das Problem ist ja nicht bei ihm. Ja? Er sieht ja noch jung und vital aus. Ich nehme das als... Ich weiß nicht, was... keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht erklären, wie die Kombination irgendwie Sinn macht. Aber du bist ja auch die. Ich habe dich zuerst gesehen, nicht zuordnen können. Ja. Aber der Name im Hinterkopf, ich weiß es doch. Sie nicht. Und du hast irgendwie geschwätzt. Und nein, wir sind ja nicht zusammen dort gewesen, sondern nacheinander. Also, ja. Ist ja völlig egal. Wir bleiben aber gerade beim Thema alte Männer, die zurückkommen. Oder? Und zwar letzten Samstag, der Stefan Raab hat sein grosses TV-Comeback gegeben. Nach dem Boxkampf gegen Regina Halmich hat er verkündet, dass er ab dieser Woche eine neue Show moderieren wird. Gestern Abend ist er zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Eine Mischung, wie er gesagt hat, aus allem, was ich kann. Mhm. Oder wie man es im Alter muss präzisieren, aus allem, was er noch kann. Yeah. Oder? Ja, aus allem, was er noch kann. Also sich mit Frauen prügeln, das findet er, glaube ich, geil. Ja. Hat er zumindest schon dreimal gemacht. Ja, ist das Teil von seiner Sendung? Ja, also ich finde es gut, dass er es probiert, weil ja zum Beispiel das Comeback von Thomas Gottschalk hat ja mega funktioniert. Mega gut! Das ist überhaupt nicht angekommen. Es ist vor allem geil, wie der Gottschalk jetzt sagt, ja, jetzt wo der Raab zurück ist, jetzt höre ich wirklich auf. Er macht jetzt noch ein Buch durch. So, als hätte er das noch gebraucht. Weißt du, so wie, jetzt wo der zurück ist, jetzt will die auch nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen weird. Ja. Naja, für die, die es nicht mitbekommen, auf RTL Plus kann man die Sendung schauen. Gestern Abend, wie gesagt, war die erste. Man muss allerdings ein Abo lösen. Man redet auch schon vom Stefan Raab. Ja. Ja, ist schon das kostet ein bisschen. Ja, er sagt, er macht eine Sendung mit allem, was er kann. Darum macht er auch den Fluri nur das Wetter. Oh, Grüße. Röne. Also wenn er das macht, also wenn die Leute das machen müssen, was er kann, so muss ich sagen, oder? Dann müssen die nachher, was müssen sie, 9 Jahre untertauchen? Ist das nachher, du bist willkommen in der Sendung, du bist 9 Jahre untertaucht, da hast du 1 Million. Ja. Oder eben, wie es Aaron schon gesagt hat, was ein mega origineller Inhalt für die Show wäre, er könnte ja zum Beispiel gegen Regina Halmich boxen. Ja. Das wäre mal etwas Neues. Ja, bei dieser Comeback-Show hat er ja gezeigt, also, was so eine Show kann sein kann und wie viel Werbung in so eine Sendung passt. Ich bin sehr gespannt auf diese ganze Blanche. Ja, also ich habe es ja gesehen, du ja auch im Jahr und du hast ja den Boxkampf geschaut, oder? Nein. Hast du nicht geschaut? Hast du Werbung? Nein, lass mal. Nein, weil du, lass nur mal. Weil du weißt, dass viel Werbung hat denn überhaupt ein Boxkampf stattgefunden? Nur weil du weißt, hat ein Boxkampf stattgefunden? Ich habe gehört, das ist gar nicht so. 6x2 Minuten boxt. Es ist boxt worden. Auch noch, ja. Auch noch? Ja, die ersten zwei Stunden waren schon ein Tribute. Gewesen. Es war noch immer so gewesen, in der Geschichte des Boxen, dass der Main Event am Schluss ja, und eigentlich viel zu spät ist. Oder? Ja. Es kommen immer noch 10 Kämpfe vorher. Voilà. Und dann kommt der Main Event. Ja. Hat es vorher Kämpfe gegeben? Nein, aber es hat Vor-Events gegeben. Vorprogramm. Wer ist dort vorgekommen? Stefan Raab. Und? Stefan Raab. Und vor allem ganz Stefan Raab. Ja, der Thomas Gottschalk, der Markus Lanz. Ja. Also, ganz viele. Also, die Sendung war riesig. Ja. Und natürlich habe ich noch am gleichen Abend noch so ein RTL Plus-Abo gemacht. Hast du wirklich gemacht? Ja, sicher.
Ich wollte doch die Sendung schauen. Schau, ich mag es gönnen, wenn es funktioniert. Ja, so tönt es. Ja, ich mag es wirklich gönnen. Ich bin einfach nicht sehr optimistisch, dass es funktioniert. Wenn du so einen huren Latz hast vorher und nur um ihn geht und irgendeinem einen Nebensatz noch kurz erwähnt, ah ja, das Handy geht es darum, dass irgendwie, um was geht? Quiz, Game und ein bisschen Entertainment. So. Das ist so im Nebensatz noch kurz. Aber der Rest ist Stefan Raab. Ja. Das ist nicht um den Inhalt von der Sendung natürlich gegangen. Natürlich, dann wäre niemand ins Stadion schauen. Ja. Sondern da hätte müssen irgendeine Show machen, dass die Leute ist da, das ist ja, das ist doch eine Show. Ein Zirkus ist auch eine Show. Es kommt nicht nur der Freddy Knie vor. Das ist ein Start-Event gewesen. Ja, aber es ist nicht um die Show gegangen. Aber es ist eine riesen Sendung gewesen. Ich bin 3 Stunden am Fernsehen geklebt. Wirklich? Ja, sicher. Ah. Du hast sie ja nicht gesehen, Aaron. Nein. 50,2% mehr da. Ja, natürlich. Ja. Schon sind wir bei der GAFA vom Autounfall. Wirklich, du willst schauen, was los ist. Beim Gottschalk haben auch viele Leute eingeschaltet. Ja, aber wie es halt so einmalige Events sind, das wird ja jetzt nicht jedes Mal nachher logischerweise wieder so eine riesige Einschaltquote machen. Aber das kann, also sag mir, wer außer ihm bringt das her? Ja. Und damit ist auch schon gerechtfertigt, warum es so narzisstisch ist. Ja, absolut. Aber ich finde es maximal unsympathisch. Ja, aber das ist doch Und kommt er noch für und muss noch einen Rap machen. Ja, Pappen, ist jetzt bitte. Kannst du Sitz ab und mach die Fragen, komm. Nach deiner These müsste man einfach irgendwie nach 25 Jahren spätestens aufhören, Spaghetti Bolognese essen. Wie lange sagst du, sollte man Sport-Events kommentieren lassen, die Leute? Nicht Achtung, so lange. Achtung. Ganz einen grossen Unterschied. Wenn jemand ein Sportevent kommentiert, zum Beispiel sagen wir die Schweizer Fußballnationalmannschaft, dann habe ich ja als Konsument, wenn ich mich jetzt für die Nazi interessiere, keine andere Wahl. Sondern ich kann das da schauen und im Schweizer kommt nachher der Kommentator. So. Wenn mich der Stefan Raab nicht interessiert, dann muss ich es nicht schauen. Es ist völlig egal. Ja, vielleicht mache ich von dem Recht Gebrauch. Dann schaue ich halt irgendetwas anderes. Der Vergleich hinkt. Ein guter Vergleich wäre, wenn wir sagen, ja, jetzt haben wir 25 Jahre lang Spaghetti Bolognese etwa die gegessen, jetzt nicht mehr. Es gilt jetzt als alt. Nein, es gibt Sachen, die werden einfach nicht alt. Zum Beispiel David Hasselhoff. Wenn es nicht mehr gegeben hat, ich weiss nicht, wieso er es macht. Ja, du hast es noch nicht mal gesehen. Du hast weder den Kampf gesehen, noch die neue Sendung. Absolut, aber es hat man abgelöscht, weil es du musst ja nicht schauen, die Show ist vielleicht grossartig. Ich mag es wirklich gönnen, aber in diesem Event und bei denen alles fahren, ist nur ich. Ah, übrigens, ich. Das stimmt gar nicht. Nochmal 50, also am Schluss, oder bei dieser Woche auch von einem Medium gefragt wurde, ist dann sein Humor noch zeitgemäß? Was zeitgemäss ist, entscheidet die Zuschauer. Ja, das ist mir scheißegal, wenn genug Leute einschaltet, die das zeitgemäß finden, dann ist es für die Leute zeitgemäß. Nein, das finde ich auch. Und auch wenn 52% einschaltet, alles Gute. Ich einfach für mich ist maximal unsympathisch, habe ich das gefunden. Die Show um sich selber. Macht zuerst eine Show. Macht und dann Fernsehen für jemand anderes. Ja, aber also, macht zuerst eine geile Show und dann können wir sehen. Und dann kannst du von mir aus eine grosse Show machen. Er hat 30 Jahre geile Show. Ja, nachher lange nicht mehr. Ja. Und jetzt macht er es immer noch. Ich muss die Unterhaltung retten. Ja, Joko und Klaas haben gar nichts gemacht bis dort. Das geht mir doch ein bisschen zu fest um dich. Wirklich. Hör mal auf. Aber komm, wir müssen zu einem anderen gehen. Dem geht es auch ein bisschen fest um sich. Jawohl. Und niemand weiß genau, wieso. Und zwar der Nicolas Arimoldi. Ja. Nicolas Arimoldi. Der hat einen Badge für das Bundeshaus bekommen. Vom Erich Vogel, das ist ein EDU-Politiker. Von Dobel. Erich Von Dobel. Erich Vogel ist nicht ganz das Gleiche. Erich Von Dobel, EDU-Politiker, EDU-Nationaler. Der hat einen Badge gehabt, wie Erich hat einen langen Badge gehabt. Wahrscheinlich ist er zu fest um sich gegangen. Vor allem hat er einen Badge beim Schawinski. Hat er wieder einen Badge bei GC, der Erich Vogel? Kurz Input. Er ist ja bei der GC Frauen ist er ja aktiv. Stimmt. Mit über 80. Als Spieler? Nein. Also einfach. Stimmt, das ist ja. Ich habe es verdrängt, aber es stimmt. Ich finde Erich Vogel eine Riesenfigur. Entschuldigung. Egal. Also, das ist meine Faszination für alte weiße Männer. Ja, wirklich. Hauptsache, sie machen wieder etwas. Ja. Ja, gut. Also, der Nicolas Rimoldi hat den Zugang zum Bundeshaus. Vom Erich Von Dobel hat er so ein Badge bekommen. Der ist von der EDU, Nationalrat. So. Und dann hat sich der Nicolas Arimoldi im Rahmen von der Sache um Zaniameti
unglücklich geäussert, dann hat Erich unglücklich von Tablet auf Alpha gefunden, geht nicht, ich entziehe dem Mann den Badge. Ja, so, ja. Dann hat der Nicolas Rimoldi kein Badge mehr gehabt. Ja. Jetzt hat er wieder ein Badge bekommen. Okay. Hä? Vom Jean-Luc Ador. Ja. Er ist von der SVP, ist auch Nationalrat. Und jetzt hat er dort wieder Zugang zum Bundeshaus, der Nicolas Rimoldi. Finde ich ein bisschen schräg. Mhm. Wieso willst du unbedingt ins Bundeshaus? Also, als wäre es irgendwie ein Coworking-Space, ja, wo du dort rein kannst. Ja. Ich, dort rein kann ich ein Bild, da kann ich ein bisschen arbeiten. Ja, was macht er dort? Geht er irgendwie an den Schrank mit dem Büromaterial? Oder? Also, ja, ich glaube, der will den Tapperus. Wirklich, dem ist ja so ein bisschen eher masslos als massvoll. Ja, absolut. Ich finde, für einen, der den Bund hasst, wird er sehr fest ins Gebäude rein, wo der Bund recht stark vertreten ist. Ja. Also, der Typ muss wirklich so viel sein Bundeshaus-Badge abgeben und kommt wieder ein Badge über. Eigentlich ist er der wahre Bachelor. Wow. Aha, ja. So, sorry, Nicolas, ich habe diese Woche kein Badge für dich. Wobei, also streng genommen ist ja so ein Badge eigentlich auch nichts anderes als ein Zertifikat, oder? Ja. Also, ja. Leute ohne Badge werden klar benachteiligt. Ja. Sie werden diskriminiert. Ja, dafür ins Bundeshaus. Ja. Ja, okay. Schade, Niki, bist du so geworden. Ja. Das haben wir wirklich, hätten wir so nicht gedacht, zu dir. Zu den Eliten gehören. Ja. Und er ist ja auch ein bisschen wie Covid, nicht? Kaum ist Herbst, wird er wieder zum Thema. Immer aber, im Herbst. Ja, welche Variante haben wir denn jetzt vom Nicolas? Eben leider immer die gleiche. Ja. Das ist das Problem. Es entwickelt sich nicht weiter. Ja, es ist immer die gleiche Platte. Gut, es gibt eine A-Seite und eine B-Seite, aber schlussendlich ist es die gleiche Platte. Ja. Meinst du die Blutgruppe? Nein, aber jetzt ernsthaft, was will der dort rein? Also der ist ja nicht irgendwie ein Lobbyist und vertritt irgendwelche politischen Anliegen, die natürlich, natürlich vertritt er politische Anliegen. Also ja, das ist ganz eine Partei, klar. Partei, die Leute wählen. Ja, also das muss man schon sehen. Das muss man schon sehen. Also vielleicht. Ja. Ja, aber dann nützt er dort nichts. Wow. Also ich will es fast auch nicht aufmachen, aber Stefan Raab ist auch Boxer. Nein. Also ich glaube, aus seiner Sicht macht es sicher Sinn, ja, logisch, ein Badge zu haben für das Bundeshaus. Ich meine, wenn er für seine Anliegen irgendwie kolobieren will und seine Anliegen irgendwie auch, will, ich sage jetzt mal, in der etablierten Partei in Ratie tragen, dann ist er dort sicher am richtigen Ort. Oder? Fragwürdig ist einfach, wieso gibt man so eine Figur Badge für das Bundeshaus. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Haben wir dem zugestimmt? Oder? Nein, kann man ja nicht. Aber das ist das ist ein Bundesbadge. Das zeigt mir einfach, dass die schöne Idee, die wir mit dem Felix Lobrecht, die ich dort das erste Mal gehört bei ihm, es ist eine schöne Idee, dass wenn Wahlen sind, müssen wir eben können, auch Menschen konkret sagen, und dem gebe ich keine Stimme. Dem nehme ich eine weg. Minuspunkt. Ja. Bonus, Malus. Ja. Oder dass man sagt, hey, ich wähle jetzt gern, sagen Sie etwas, irgendwie Hans-Peter Muckli, den wähle ich, oder? Aber am Jean-Luc Ador, der hat letztes Mal so ein Seich gemacht, der wollte jetzt nicht mehr, dann nimm jetzt die Stimme weg. Das wäre noch cool. Das würde so ein bisschen die lauten Stimmen und die, wie sagt man denen, die immer noch rumschreien? Ja, Schreihals. Nein, die Populisten. Die Populisten von links und rechts. Das würde ich ein bisschen eindämmen, das würde mir noch passen. Ich habe nicht gerne Populisten. Nein, ich habe mal ein paar von denen eingefangen unter meinem YouTube-Video zum Fall San Yamed. Ja, natürlich. Ja, ich habe es vergessen zu impfen vorher. Ja, das ist klar. Was ich immer wieder gelesen habe, dass Switzerland eine NATO-Propagandashow ist. Ja, das aber das habe ich ehrlich gesagt lustig gefunden. Ist das NATO-Ausweitung? Es hat nichts zu tun gehabt mit irgendeiner NATO. Aber es ist einfach so, ist jetzt eine NATO-Propagandashow. Ja, wir wissen ja, Woche für Woche hat Ursula von der Leyen ist ganz dicht bei uns an der Sitzung. Sitzt an der Sitzung und sagt, was läuft. Ja. Oder? Wie heisst da der Belliger, der einmal reinredet oder rein? Was ist denn der? Irgend so ein Wichtiger von Brüssel. Er redet ein. Es hat so viele verschiedene. Ich weiss, es nicht mehr, wer alles noch reinredet. Der sowieso. Und alles unter einem 5G-Mast. Gell? Das darfst du nicht vergessen. Wenn so Chaos passiert, dann kann das Chaos passieren, was da in der Bundesverwaltung passiert ist. Oder? Wir haben ja gehabt, bei der AV ist ja irgendwie vor ein paar Wochen schon rausgekommen, es hat einen Rechnungsfehler gegeben. Oder? Mhm. Sie haben quasi sich um 10 Milliarden verrechnet. Aber ist positiv. Wir haben quasi 10 Milliarden zu viel. Oder? Super. Und dann ist ja ein paar Wochen gegangen
Und dann hat es gesagt, ja, jetzt sind es doch nur 7 Milliarden. Wir haben noch mal gerechnet, oder? Und dann haben sie sich, glaube ich, noch mal zurückgezogen und haben dann irgendeinen gefragt, der rauskommt. Und dann ist rausgekommen, nein, es sind nur noch 5 Milliarden. Oder? Ja. Das ist jetzt der Stand vom 18. September, am Nachmittag um 3, dann, wenn wir aufnehmen. Oder? Wenn ihr hört, dann ist es dann vielleicht wieder eine andere Zahl. Oder? Aber die haben bei dieser Anfang die haben ein Chaos. Ja, also vor allem eben die das Zeug berechnen. Ich stelle mir dann immer so vor, wie sind die rekrutiert worden? Also weißt du, so Bewerbungsgespräche, was sind ihre Stärken? Ich habe relativ viel und Schwächen. Mit Mathe habe ich es nicht so. Genau so. Dyskalkulie muss keine Schwäche sein, wenn du bei der AHV schaffst. Stimmt. Ja, gut, die tun die wahrscheinlich die offenbar auch nicht rechnen, sie nicht schätzen. So, ja, was haben wir jetzt da? 7,5 Milliarden, 5. Ja. Sagst du auch, oder? Ja, ja. Das hängt gerade, das Bild. Ja, das hängt gerade. Ich kein Wasser machen. Naja, gut. Also, wir können es uns ja leisten, weil heutzutage haben ja Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich ein grosses Vertrauen in staatliche Institutionen. Ja. Ja, ganz ein guter Zeitpunkt. Ja. Stell dir vor, man würde das im Leben so gleich machen. Gehst du in einen Kiosk und willst irgendwie ein Schokostängel kaufen. Ja, was kostet das Schokostängel? Ja, 1,20. Nein, 47 Franken. Nein, 40 Rappen. Nein, 8 Franken 70. Ja, was jetzt? Nein, die sollen wirklich ganz dringend dort einfach aufhören rechnen. Oder stop the count. Ja. Sonst wird es nur noch weniger. Ja, 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 absolut. Oder früher wieder Mathe, weißt du, ja, also die Lösungszahl allein langt uns nicht, wir würden einfach gerne den Lösungsweg sehen. Ja, das wäre wichtig. Ja, vielleicht können wir dann gemeinsam drauf, warum es nicht so gut geht. Der ganze Prozess erinnert mich so an das ganze Steuergame, oder? Du zahlst ja ein und dann kommt wieder etwas und dann zahlst du wieder ein. Du weißt nie, wo du weißt. Keine Ahnung, du bist überfordert und dann hängst du ja völlig ab. Ja, dann zahlst du und sie brechen dich. Mach einfach. Ich kann die nicht lesen, die Abrechnung. Ich sehe mir nur einfach unten, was steht, was ich jetzt zahlen soll. Ja. Die hat mich längstens gebrochen. Ja. Ich stelle gar keine Frage. Nein. Nein. Ich habe mich gebrochen. Steuern auch. Ja, und so wird es auch jetzt bei der AHV. Oder wenn der, der das alles berechnet hat, war ja lange vorher bei der CS. Ja. Wobei, wir müssen auch fair sein. Also, ich meine, die AHV weiss nicht, wie viele Jahre sie hat oder mal noch Fehler werden oder mal noch zu gut hat. Aber wir wissen dann nicht, wie alt wir werden. Also ich finde, es hat beide Seiten einen Unsicherheitsfaktor. Ja, absolut. Ja. Wobei, gell, sie setzen in der Regel Software ein, um so Sachen zu berechnen heutzutage. Und die Software hat einfach eingerechnet, dass ja Frauen für immer 39 bleiben. Ja, klar. So, und jetzt wirkt sich das ja aus. Natürlich, auf die Rente natürlich, das ist klar. Aber schau, ich finde es auch gut, dass man mit der Zeit geht, oder dass man auch schaut bei der Forschung, dass man da... Ja. zeitgemäß unterwegs ist, oder? Aber dass man jetzt gerade dynamische Preise einführt, das ist die beste Idee. Ist, ja, wobei die AHV jetzt reagiert hat, oder? Und gesagt hat, gut, wir haben eine Lösung, künftig setzen wir auf Mathematik. Also sie wollen es jetzt berechnen. Das finde ich, das ist sinnvoll. Oder? Das ist gut. Das ist mal ein Anfang, finde ich. Ja, aber gell, es ist natürlich ein stressiger Job, oder? Stell dir vor, du bist jetzt die Person, die das ausrechnen muss. Und das schauen die ja alle zu, oder? Das ist irgendwie, wenn du etwas am Computer hintöckeln und da steht einer hintran, dann kann ich das Zehnfingersystem nicht mehr. Ja, das stimmt. Kannst du das noch? Nein, hasse wie die Pest. Ja, ist wie aufs Pisswohl gehen, wenn einer neben drauf hasse wie die Pest. Nein, es ist herrlich, die AHV. Wirklich, Demografie ist ja etwas, da wird uns mal sowieso um den Grind fliegen. 29 wird es lustig. Wieso? 29 kommen Babyboomer pensioniert. Jawohl. Das ist eine schön grosse Welle. So, man redet ja lieber dann darüber, wenn es denn ist. Oh, dann werden wir nicht gerechnet. Sind die Leute schon immer alt geworden? Völlig unerwartet. Wieso? Oh, im Deutschen aus. Ah, was? Die haben jetzt plötzlich die AfD gewählt. Das kommt völlig unerwartet. Das ist ein Erdbeben. Weißt du, es kommt unerwartet. Ein Erdbeben kommt unerwartet. Weißt du, es kommt nicht unerwartet. Eine Wahl. Und es ist genau das Gleiche mit den Babyboomern. Es kommt nicht unerwartet. Nein. Aber ganz ein anderes Thema. Habt ihr das gesehen? In Luzern, also respektive im Kanton, ich glaube, es war in Horb, haben 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilgenommen an der... Was? Du musst glaube nicht schätzen. Ich bin sicher nicht Frauen. So eine Schweizer Meisterschaft im Schnupfen. Und dort ist es darum gegangen, wer kann innerhalb von einer Minute möglichst viel Schnupftabak in die Nase lassen. Das ist eigentlich in dem Sinn. Wie man es halt so macht. Wie sagt man?
Das ist die Aufgabe. Also wer konsumiert da am schnellsten so viel Schnupftabak wie möglich, oder? Nachher sind ja dann gerade noch die Schnitzmeisterschaften gsi. Auch bekannt als Preisschnitzen. Das Preisschnitzen. Ja, so, der schwerste Schnuder gewinnt dann so. Musst du so das Nastüchli wegen. Der wird traumatisiert vom Preisgeber. Aber der meistgehörte Satz bei der Schnupfweltmeisterschaft war ja, du hast da noch etwas. Ja, wisst ihr, was der Sieger bekommen hat? Ein Preis. Aber es ist ein bisschen der Kehrwert vom Preisgegler, nicht? So, das Braune geht im Körper, nicht raus. Ja, von weitem, wenn du so geschaut hast, einfach gesehen, als würden die alle das Tiramisu mit der Nase essen. Hure gierig drin. Ja, aber geil. Hey, 220 Männer an einem Ort mit Tränen in den Augen, das siehst du eigentlich schon nur am Göllen-Konzert. Wow! Wenn er Indianer spielt. Wirklich ein Gänsehaus. Gibt es eigentlich auch eine Raucher-WM? Man könnte Jackl im Bad ranschicken. Ja, die sucht ja easy einen Sack weg. So. Wenn sie nicht schicken, sie hat einfach gewonnen. Es ist einfach. Also, mein Schnupftabak ist Drogen. Ja. Wow, Droge ist jetzt ein grosses Wort. Nein, ist eine Droge. Also. Genussmittel. Macht das süchtig? Nein, sicher macht das süchtig. Da hat es ja Nikotin drin, oder? Oh, jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen. Ja, also, dünn sein, sie glauben von nicht. Doch. Hat er Nikotin? Sicher hat er Nikotin. Also hat es ja Tabak. Ja, gut. Ja. Also, es ist ja sicher so, dass es nicht als 12-Jähriger posten kann. Es ist sicher. Wieso heisst unser Podcast eigentlich nicht gefährliches Halbwissen? Das gibt es. Ist wirklich in jedem zweiten Thema. Nein, ja, also, ich lege mich fest, es hat Nikotin drin. Dann ist es jetzt so. Du kommst es frühestens über mit 16. Bei der ersten Autofahrt, der erste Schnupfen. Ganz klar. Und es ist eine Droge, wie Alkohol eine Droge. Wie Heroin. Nicht wie Heroin, aber so wie Alkohol oder so wie Zigaretten. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen einen kleinen Wettbewerb, wer in einer Viertelstunde am meisten Ziggis aufgesaugt hat, gewonnen, würde ja jeder sagen, geht's noch? Oder wer sucht am meisten Bier? Wobei, doch, das gibt's ja da. Jetzt München einmal am Oktoberfest. Wir sagen dem Olma, ja. Ist grausig. Haben wir uns einfach in den Sick, haben wir uns gegenseitig Schnupftabak in den Grind geblasen? Ja, sie können ja einfach sagen, wer hat die grösste Nase? Weil dort hat am meisten Schnupftabak Platz, nicht? Es wird ja nicht einer sein mit so einer ganz kleinen, engen Näsli. Ja, völlig überrascht. Ja. Morgen ist ein guter Techniker. Das kommt nicht mit der Technik. Mit der Innenschleim. Mit der Innenschleimhaut. Ja, vor allem, einmal im Jahr nehme ich einen Schnupf, oder? Und danach habe ich eine halbe Stunde das Kötzchen in der Nase. So mal schön gesagt. Mhm. Das heisst, die regelmäßig schnupfen, du musst wirklich das Zeug tagtäglich aufhauen, damit du den Max von diesen 5 Gramm möglichst viel. Also du musst deine Toleranz erhöhen. Alles verkrustet und verätzt heute halt Nase oben. Und dann kann das Zeug auf, dass du nichts mehr spürst. Also, ich finde es jetzt nicht so geil. Ja, und das ist etwas, was du später mal deinen Enkel erzählst. Ich bin mal Schnupfweltmeister und sie wahrscheinlich urpeinlich finden. So, darum hast du Nasenkrebs, Bob. Und ich mache wieder Fernsehsendung. Ja, apropos, für die Zuschauerinnen und Zuschauer von dieser Fernsehsendung, die sich gefragt haben, wieso haben wir Foxy noch gar nie gesehen. Ah, wo ist sie? Ja, Foxy ist in der Body. Foxy ist in der Body. Zum Abschluss von der Sommersaison dürfen in der Body opfigen die Hunde baden. Wenn du Gast bist und du hast nicht gecheckt, dass der Tag ist, schaust du recht blöd. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die Bilder gesehen einfach so lauter Hunde in diesen Becken rein, ein Scheissfreund. Mhm. Und der Papa ist so nicht von der Seite reinbisseln. Dann gehen die Hunde irgendwie krömeln und bei der Kabine spannen und hinten beim Beachvolleyballplatz rauchen. Ist das, was du gemacht hast in der Body früher? Ja, das war vielleicht meine Jugend. Gewesen. Irgendjemand hat behauptet, dass es auffällig viele Haitianer dort waren, aber ohne Hund. Ich weiß nicht warum. Am Schluss wird es ein bisschen geschmeckt wie früher an der Kelly Family Konzert, nicht? Wow. Ich habe es schon vergessen, dass es die gegeben hat. Was? Bis am Samstagabend, der Joey Kelly, bin ich gerade aufgehört. Ich den Spruch bringen. Vielleicht machen sie ja ein Comeback. Also, ich glaube, ganz ehrlich, wenn Kelly Family sagt, wir sind in Origin, also mit den wichtigen Leuten, oder? Mit Angelo und mit Joey und mit den Maiten und so, wenn die Wichtigen kommen. Und die gehen ins Hallenstadion, ausverkauft. Und ich finde es geil. Ich habe das einfach gern. Ich habe einfach gern so alternde Stars. Ich finde es cool. Tut mir leid. Schön. Ja, finde ich auch. Hey, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche? Noch nicht ganz. Jetzt kommt nämlich nur der Kommentar von der Woche. Gerade nach dem da.
YouTube-Kommentar von der Woche nehmen wir etwas auf, wo wir letzte Folge auch viel Feedback in den DMs zurückbekommen haben. Danke nochmal für das. Wir haben gefragt, also die total ernsthafte Frage, was kannst du als Mann machen, wenn du im Dunkeln hinter einer Frau nachläufst, dass sie keine Angst hat? Oder wie immer so, rufen ist weird, irgendwie versuchen zu überholen, also nicht anfangen gut. Schneller laufen, noch dümmere Idee. Die meisten, das kann man sagen, haben gesagt, hey, einfach stehen bleiben, schauen, dass genug Abstand ist, dass die Frau sich sicher fühlt und erst dann vielleicht weiterläuft. Ja. Das einfach als Tipp zum Mitgeben. Und dann hat es aber auch noch von einer Dame eine lustige Antwort gegeben. Ich weiß nicht, willst du die vorlesen? Sie heisst Anna Awful. Aha! Anna Awful. Okay. Waful? Anna Awful. Egal. Also, nein, Entschuldigung. Egal. Sie heisst Anna und Anna schreibt: Ich finde das Beste bei einer in Anführungszeichen Verfolgung ist, wenn du als Frau rasch stehen bleibst, den Mann selbstbewusst anschaust und ihn A. zu 99% vorbeilässt, B. zu 0,01% angreifst oder C. zu 0,99% geht selber mit heim. Also okay. Freiwillig vom Maus, ja. Uns ist auch nicht gut. Ja. Hey. Der muss dann schon zustimmen. Ja. So, es ist wie mit dem Podcast. Wenn ihr zustimmt, dass ihr wieder mit dabei seid nächste Woche, dann freuen wir uns. Und sonst machen wir die Folge genau gleich wie der Stefan Raab seine Sendung genau. Adieu miteinander. Adieu. Ciao. Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden von Emmi Joghurt pur. Das einzige aus nur drei Zutaten. Emmi Joghurt pur.